Also ich darf Sie sehr herzlich hier in den Räumen des Münchner Kompetenzzentrums für Ethik begrüßen. Unter dem Titel Philosophie und Lebensform wollen wir den 60. Geburtstag von Julia Niederrümelin feiern, der wie kein anderer seiner Generation sowohl in der Philosophie als auch in der Politik wichtige Ämter wahrgenommen und auch wichtige Impulse in der Debatte gesetzt hat, als Ordinarius für Philosophie in Tübingen und Göttingen, dann als Kulturreferent der Landeshauptstadt München und Staatsminister für Kultur, schließlich wieder als Ordinarius und Dekan in München, war er an herausragender Stelle sowohl in der Politik als auch in der Philosophie tätig und ist mittlerweile einer der profiliertesten öffentlichen Intellektuellen. Und wie ehrt man einen Philosophen am besten? Ja, insofern, indem man eben über sein Werk diskutiert mit ihm zusammen. Und das wollen wir heute tun. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und wir freuen uns auf deinen Vortrag, Julian. Achso, so, zuerst die Tatjana. Also es gibt einen kleinen Wechsel. Zuerst wird Frau Tatjana, Dr. Tatjana Tarkian von der Universität Erfurt eine kleine Einführung geben und dann spricht Julia Niederrümelin. Ja, lieber Herr Niederrümelin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich in die lange Reihe der Gratulanten einreihen, die den Jubilar für sein intellektuelles und politisches Engagement hier würdigen und möchte ihm viele weitere produktive Jahre wünschen. Und bin sehr dankbar für die Gelegenheit, kurz in den Vortrag einzuführen, nicht in das gesamte Oeuvre, nur in den Vortrag. Hinter der philosophischen Tätigkeit steht das Motiv, uns besser verstehen zu wollen, wie es Bernard Williams sinngemäß gesagt hat. Wir kennen hier verschiedene Zugänge. Der philosophische Naturalist etwa möchte uns und unsere Praktiken als Teil der Natur entschlüsseln, wie sie durch die empirischen Wissenschaften beschrieben werden könnte. Wer Anregungen der Spätphilosophie Wittgensteins aufnimmt, möchte uns dagegen durch unsere Sprachpraxis verstehen, die immer schon normativ verfasst ist, und durch unsere Begründungspraxis, die auf einer geteilten Lebensform beruht. Und wer, wie Williams selbst in seinen späteren Arbeiten vermehrt, an Nietzsche anknüpfen will, der reflektiert unsere Begriffe, Ideen, Werte und Institutionen im Licht ihrer Geschichte. Es ist in den letzten Jahren immer deutlicher, das Leitmotiv Wittgensteins, welches in Julia Niederrümelins Philosophie Widerhall findet. Zu den Grundelementen seines Denkens zählt ein in der Lebenswelt verankerter Realismus und damit fest situierter Realismus mit Blick auf die empirische Realität, aber auch in Fragen der Moral. Der Fokus auf die Lebenswelt ist mit der Warnung vor metaphysischer Überspanntheit und skeptischen Szenarios verbunden, die außerhalb philosophischer Lehrveranstaltungen mit Recht, mit Unverständnis beantwortet würden. Der pragmatistische Zug seines Denkens dürfte für viele anziehend sein. Ich habe ihn jedenfalls von Anfang an sehr geschätzt. Der lebensweltliche und insofern metaphysikkritische und antireduktionistische und deswegen nach seinem eigenen Verständnis auch antinaturalistische Zug zeichnet auch seine Position in der Freiheitsdebatte aus, den von ihm hier stark gemachten theoretischen Humanismus. Niederrümelins unaufgeregter Realismus distanziert sich von der Suche nach metaphysischen Fundamenten unserer Überzeugung, auf die sich andere aus seiner Sicht in der Hoffnung begeben, auf diese Weise Begründungsfragen lösen zu können. Von dieser Vorstellung sollte man sich nach seinem Rat kurieren. Unsere lebensweltliche Begründungspraxis, die Praxis des Gründegebens und Gründenehmens, die ihre unhintergehbare Grundlage in einer geteilten Lebensform hat, diese Praxis sei der rechte Ort, um skeptischen Herausforderungen zu begegnen. Ziel unserer Bemühungen ist es hier, Kohärenz zu erzeugen.
Diese Sicht bringt also die Absage an ein bestimmtes Verständnis des metaethischen Projekts mit sich, nämlich die Absage an eine Grundlagentheorie der Ethik im Sinne eines fundierenden Metaprojekts. Die Vorstellung also, wir hätten hier die in einer geteilten Lebensform gründende Praxis der moralischen Begründung, die aber darüber hinaus einer Metatheorie bedürfe, welche diese Begründungspraxis validiere, diese Vorstellung beruht auf einem Irrtum, wenn ich ihn richtig verstehe. Wenn ich also das schöne Epitheton unaufgeregt auflösen sollte, das ja nicht nur seinen Realismus charakterisiert, dann würde ich also vorschlagen, das wie folgt zu tun. Julia Nieder-Rühmlin versteht den ethischen Realismus nicht als eine metaphysische Grundlagentheorie der Moral, sondern als eine normative Behauptung. Und diese Behauptung kommt aus der Begründungspraxis und besagt, es gibt bestimmte Gründe für Überzeugung, Handlung, Gefühle. Und wenn man diese Behauptung entkräften will, muss man also zeigen oder sich bemühen zu zeigen, dass es derlei Gründe nicht gibt oder jedenfalls nicht in der von Nieder-Rühmlin behaupteten Form. Und hierin finden sich deutliche Gemeinsamkeiten, jedenfalls mehr als Berührungspunkte, mit der Position Ronald Dworkins, wie er sie 1996 zunächst in Objectivity and Truth, You'd Better Believe It, ausgeführt hat und dann zuletzt in Justice for Hedgehogs erneuert hat. Dworkin verwirft ebenfalls die genannte Idee einer fundierenden Metaethik und auch aus seiner Sicht stellt der moralinterne Skeptizismus die Herausforderung dar, um die wir uns kümmern müssen. Ein weiterer natürlicher Verbündeter ist hier natürlich auch Tom Scanlon mit Being Realistic About Reasons. Mit seinem unaufgeregten Realismus setzt sich Nieder-Rühmlin nun in Opposition zu mindestens drei Lagern, unter deren Banner sich in den letzten Jahrzehnten die meisten Protagonisten versammelt haben. Dies sind der Expressivismus auf der einen Seite oder moralischer Subjektivismus, wie manche ihn auch nennen, der kantische Konstruktivismus und realistische Positionen, die keine Festlegungen in metaphysischen Fragen scheuen, also der naturalistische moralische Realismus und der Non-Naturalismus oder Intuitionismus, wie manche ihn nennen, und den aristotelischen Naturalismus sollte man hier wohl auch nennen. In der Absage an naturalistische Akkommodationsprojekte findet Nieder-Rühmlin, wie gesagt, in Dworkin und Scanlon Verbündete. Über die Abgrenzung gegen den kantischen Konstruktivismus konnte auf dem Symposium gestern schon diskutiert werden, aber wir freuen uns sicherlich noch mehr dazu zu hören. Ich möchte Ihre Geduld jetzt nicht weiter strapazieren und freue mich, mich mit Ihnen auf den Vortrag. Was spricht für einen unaufgeregten, ontologisch-agnostischen und epistemologisch-kohärentistischen, aber nicht naturalistischen? Also die Kurzfassung des Titels heißt einfach moralische Tatsache. Frau Tarkian hat den Untertitel hier genannt und der umschreibt eben die verschiedenen Aspekte, auf die ich dann im Folgenden auch eingehen möchte. Jetzt gibt es gewissermaßen ein didaktisches Problem, nämlich die Referenten und Co-Referenten und Referentinnen haben von mir Texte bekommen, auf die sie sich dann beziehen werden, vermute ich, oder teilweise beziehen werden. Sie kennen jedenfalls die sozusagen schriftlich niedergelegte Fassung jetzt dieser Perspektive. Ich nehme mal an, Sie nicht. Ja? Und wie geht man damit um? Wenn ich jetzt diesen Text vortrage, dann sind hier 20 mindestens, die sagen, ja Moment, den habe ich ja gerade erst gelesen, also das kann auch nicht gerade sinnvoll sein. Wenn ich gar nicht auf den Text mich beziehe, dann haben wir vielleicht ein Problem in der weiteren Entwicklung der Debatte. Und deswegen mache ich jetzt so eine Art Melange. Das heißt, ich versuche diese Perspektive, nennen wir das mal so, die ich hier zur Diskussion stellen möchte, so dass alle, auch diejenigen, die nicht jetzt in den Verästelungen der
zeitgenössischen Debatte drin sind, und zu denen zähle ich mich selbst, gewissermaßen die Hauptorientierungspunkte und auch Oppositionen kennen und dann im zweiten, dann zunehmend systematischen Teil, was ist die Alternative, für die ich da plädiere? Also so etwa. Und in diesem zweiten Teil werde ich dann etwas häufiger auch mal auf ein Zitat aus diesem Text zurückgreifen, damit das unmittelbar anschließt an den Text, den die Referenten und Co-Referenten eben bekommen haben. Ich will noch sozusagen außerhalb der philosophischen Debatte noch eine Bemerkung machen. Ich meine, in der Tat, was kann einem Besseres passieren, als eine Diskussion geschenkt zu bekommen? Also herzlichen Dank an Dietmar von der Pforten, aber auch hier Ethikzentrum als Gastgeber und vor allem die Referentinnen und Referenten, die sich hier auf diese Diskussion eingelassen haben. Und mit den meisten, eigentlich mit allen, die hier dann sprechen, verbindet mich mehr als nur diese Zusammenkunft jetzt hier und diese Diskussion, wie Sie wissen. Und das ist schon auch berührend, dass wir in der Weise uns jetzt hier wieder treffen bei diesem Anlass. Also moralische Tatsachen. Lassen Sie jetzt mal den Untertitel erstmal weg, weil der vielleicht einschüchternd ist. Sie sehen hier die Übersicht, wie die Argumentation jetzt hier voranschreiten soll. Ich werde ein paar Bemerkungen machen zu dem, was ich überhaupt unter Realismus verstehe, und zwar generell und dann speziell nochmal ethischer Realismus. Dann ein paar Bemerkungen, kritische Bemerkungen machen zu dem, was ich jetzt ethischen Subjektivismus nenne, mit der Kautele, dass ein Gutteil, vielleicht sogar die Mehrzahl derjenigen, die diese Position vertritt, vehement diese Bezeichnung Subjektivismus zurückweisen. Aber zu Unrecht, wie wir gleich sehen werden. Dann eine Kritik des ethischen Naturalismus, das hat es ein bisschen in sich, weil bei oberflächlicher Lektüre man den Eindruck gewinnen könnte, ja, das sind doch Verbündete, die sind doch sehr nah an diesen Intuitionen, was unsere moralische Diskurse angeht, sind sie wohl auch, glaube aber, dass dann eine Fehlinterpretation erfolgt, die zum Teil sehr problematische Konsequenzen hat. Und dann die dritte Opposition, kantischer Konstruktivismus. In der Tat, nur einige wenige waren ja gestern jetzt schon dabei, das hat man da gesehen, das ist zu erwarten, dass das besonders dann als Debattenpunkt auftaucht. Der kantische Konstruktivismus hat sehr viele sehr sympathische Züge und hochinteressante Vertreter, unter ihnen John Rawls, dem ich auch selber in meinem eigenen Denken sehr viel zu verdanken habe. Umso wichtiger ist, die Unterschiede dann herauszuarbeiten, die zwischen diesem kantischen Konstruktivismus, zu dem man auch in Deutschland die kritische Theorie zählen kann unterdessen, und dieser Form von unaufgeregtem Realismus, wie sie Frau Takian gerade skizziert hat, besteht. Und dann kämen wir zu dem mehr sozusagen systematischen Teil, also wie ist das eigentlich mit den Gründen? Darf man da so ohne weiteres von einer Parallelität reden, von theoretischen und praktischen Gründen oder nicht? Gibt es spezifische Unterschiede? Ich glaube, es gibt Unterschiede, aber sie sind nicht so groß, wie das die Subjektivisten insbesondere meinen. Dann natürlich, was ist hier eigentlich gemeint mit Kohärenz und wie hängt das zusammen mit der Unaufgeregtheit? Und ja, spielt Wittgenstein da eine Rolle? Und dann habe ich lange gezögert, ob ich diesen letzten Punkt auch noch aufgreifen soll. Ich mache es jetzt mal sozusagen. Ist hochgefährlich, weil es gibt auch in der Philosophie gewisse Vorurteile. Und es genügt schon, wenn einer als Platoniker charakterisiert wird, dann ist sowieso schon alles verloren für viele. Und erst recht, wenn man sich auf Popper bezieht und von drei Welten redet. Aber mit 60 kann man sich alles erlauben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache auch das. Also zunächst erster Schritt, was ist eigentlich Realismus? Also ich habe das so mit einigen kurzen Charakterisierungen hier
versucht festzuhalten, also in der allerersten Annäherung, die Welt existiert unabhängig von unseren Vorstellungen von ihr. Wenn wir alle tot sind, gibt es immer noch die Welt. Und es ist auch ziemlich naheliegend zu vermuten, dass es dann auch weiter Dinge, Ereignisse, Tatsachen gibt. Es gibt da niemanden, der sie beschreibt und erkennt, aber es gibt die Welt nach wie vor. Es ist absolut banal. Und nun gut, die Frage ist, darf man bei dieser Banalität bleiben, auch wenn man anfängt zu philosophieren? Mir scheint, man sollte versuchen, auch wenn man philosophiert, möglichst viel von den banalen Überzeugungen, die wir haben, aufrechtzuerhalten. Nicht alle, ja? Wenn es nicht geht, nicht. Aber erstmal versuchen, möglichst viel aufrechtzuerhalten und nicht völlig neu zu beginnen. Wann sind Meinungen über die Welt zutreffend? Naja, wenn sie sich auf die Tatsachen, auf die sie sich beziehen, die sie beschreiben, die sie wiedergeben, eben in korrekter Weise beziehen. Aber wie das ist und so, ist kompliziert. Und ich sage jetzt etwas zur Verwirrung eigentlich nur gedacht. Ich vertrete keine Korrespondenztheorie, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie sie Wittgenstein im Tractatus präsentiert hat. Ich glaube nicht, dass man diesen banalen Realismus gleich befrachten sollte mit einer Korrespondenztheorie der Wahrheit. Aber das ist vielleicht etwas, was wir hier weitgehend aussparen sollten. Tatsachen sind jetzt erstmal ganz vage gelassen. Ich meine zum Beispiel nicht damit, Tatsachen ist das, was in letzter Instanz nur mit den Mitteln der Naturwissenschaft geklärt werden kann. Also ich lege mich hier nicht auf einen Naturalismus fest. Und deswegen ist erstmal der Ausgangspunkt dieser Form des Realismus nicht die Naturwissenschaft. Das ist ein wichtiger Punkt, auch in der Metaethik. Ja, Gilbert Harman und Mackie und so weiter beziehen einen Gutteil ihrer Argumente, auch übrigens Bernard Williams, aus dem Vergleich zwischen Physik und Ethik. Da sind wir schon auf dem Holzweg, in meinen Augen. Sondern die Parallele ist eine andere. Wir haben eine Alltagsphysik, bleiben wir mal bei der Physik, die hat mit der mathematischen Physik relativ wenig zu tun. Sie ist kompatibel mit der mathematischen Physik, aber wir brauchen diese Physik nicht, um ziemlich verlässliche physikalische Alltagsurteile zu formulieren. Zu dieser Alltagsphysik, wer kleine Kinder hat, weiß das, gehört zum Beispiel, dass man mit der Zeit mit Freuden dahinter kommt, dass wenn man die Dinge über die Tischkante schiebt, dass sie dann ziemlich schnell beschleunigt auf den Boden fallen und je nach Höhe des Tisches dann zerbrechen. Ja. 17-monatige Kinder entwickeln da eine erstaunliche experimentelle Praxis. Wir lernen gewissermaßen, wie die Dinge widerständig sind, ja, dass wir nicht so ohne weiteres hier durch die Wand gehen können und was dergleichen mehr ist. Und diese Physik funktioniert ziemlich gut. Wir können uns orientieren in der Welt der physischen Objekte und Gegenstände in einer ziemlich verlässlichen Weise. Alltagsphysik. Wir brauchen keine physikalische Theorie, um uns aufzuklären über die Alltagsphysik. Das ist jetzt alles etwas vergröbert, ist mir schon bewusst. Ja? Also die üblichen Irrtümer im Umgang mit Thermostaten, mein Lieblingsbeispiel, ja, ein verbreiteter Irrtum bei mindestens 98% der Bevölkerung besteht darin, wenn man den Thermostat weiter aufstellt, dann kommt da mehr Wärme rein. Ja, das ist aber mal so gewesen vor 50 Jahren. Seit es Thermostate gibt, ist es anders. Da stellt man eine Temperatur ein. Eine Temperatur ein. Und wenn diese Temperatur unterschritten wird, dann kommt warmes Wasser rein. Und wenn sie überschritten wird um so und so viel, dann wird das wieder gestoppt. Gut, da kann man sagen, da brauche ich keine physikalische Theorie, aber irgendwie ein bisschen Grundverständnis, was da eigentlich vor sich geht. Ja, so mit dem Lichtschalter und so, es gibt so ein paar Dinge. Und natürlich die Lebenswelt in der Moderne ist geprägt durch solche technischen Apparaturen, die irgendwie entfernt auch was dann mit Physik und mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu tun haben. Es gibt gewissermaßen eine Brücke, ja, in die Wissenschaften hinein, die in der Moderne stärker wird als vor 20.000 Jahren. Ja, so kann man das vielleicht sagen. Aber erstmal ist dieser Realismus der Lebenswelt robust in dem Sinne, dass wir alle miteinander, wie wir hier sitzen, überhaupt die Option nicht haben, ihre Gegenstände zu bezweifeln. Die haben wir hinsichtlich zum Beispiel von Molekülen in der Physik, aber nicht bezüglich der Stühle.
Und das betrifft jetzt auch die mentale Welt. Wir haben nicht die Option, das zu bezweifeln, was man so manchmal als Fork Psychology bezeichnet. Also, wie Sie hier sitzen, haben Sie vermutlich eine bestimmte Einstellung, eine Erwartung. Sie hören hier zu, Sie sind in der Lage, das zu verstehen oder jedenfalls die Worte aufzunehmen, die ich hier sage und so weiter und so weiter. Ich habe es hier nicht mit Robotern zu tun. Ja. Sie sind beseelt, zweifellos, nicht jetzt in irgendeinem verrückten Sinne von Seele, sondern in dem Sinne, dass sie eben bestimmte mentale Zustände aufweisen und die ganze Form, in der wir uns verständigen, miteinander umgehen, präsupponiert eine Vielzahl solcher mentaler Einstellungen wie Wünsche, Absichten, Überzeugungen, insbesondere Ängste, Vorfreude auf das Ende dieses Kolloquiums und weiß der Teufel. Ja? Also auch das ist robust, auch das ist realistische Interpretation. Also wenn jetzt jemand sagt, ja, aber dieser mentale Zustand ist nicht real, das ist in Wirklichkeit was anderes. So, es gibt ja so verrückte Wittgensteinianer, die man als Behavioristen, als logische Behavioristen manchmal bezeichnet hat, die haben gesagt, nein, Schmerz in dem Sinn gibt es nicht. Ja? Es gibt nur ein Verhaltensmuster. Mit dem Problem des Superspartaners. Ja, der hat dann keine Schmerzen. Das ist natürlich alles Humbug. Ja. Natürlich hat der auch Schmerzen. Ja. Er hat nur gelernt, eben sich so zu verhalten, dass man ihm das nicht anmerkt. Gut, also erstmal keine philosophischen Überspanntheiten. Wir akzeptieren den Realismus, den robusten Realismus unserer Lebenswelt. Dazu brauchen wir keine Philosophie. Wir brauchen höchstens Philosophie, um philosophische Überspanntheiten wieder zurückzuweisen. Und Teil meines Vortrages besteht darin, und wer will, kann sagen, das hängt irgendwie mit Wittgenstein zusammen. Der hat in manchem, jedenfalls der späte Wittgenstein, der frühe eher weniger, offenbar eine ähnliche Einstellung da entwickelt. Und da sage ich ausdrücklich, der Realismus, für den ich jetzt hier erstmal plädiere, ist in einem bestimmten Sinne völlig agnostisch. Es geht mir nicht um irgendwelche höheren Interpretationen, um was, wie man diese Dinge genauer erfasst und wie man diese Tatsachen genauer beschreibt und so weiter, sondern ich meine das, was wir alle außerhalb des philosophischen Kolloquiums sozusagen akzeptieren, und zwar in großer Übereinstimmung, allergrößter Übereinstimmung. Wenn man so will, ist an der Stelle schon so ein bisschen Vorgriff auf Immanentismus und Kohärentismus gegeben. Ja, wir steigen nicht aus der lebensweltlichen Praxis der Interaktion, der Verständigung, des Umgangs mit Dingen, sondern wir bleiben drin. Ja, auch im philosophischen Kolloquium. Wir bleiben drin, gewissermaßen. Und damit sind wir schon im Grunde bei der Frage, wie ist es jetzt hinsichtlich moralischer Tatsachen? Wir sind alle davon überzeugt, dass es unzulässig wäre, jetzt hier auf die Straße zu gehen und den nächstbesten Passanten zu erschlagen. Wir sind überzeugt, dass bestimmte Typen von Handlungen moralisch unzulässig sind. Beliebtes Beispiel, das unschuldige Kind, was man für andere Zwecke opfert oder quält oder was auch immer. Wir bezweifeln epistemische Perspektive, diese moralischen Tatsachen normalerweise nicht, so wenig wie die anderen Dinge und Tatsachen, die unsere Lebenswelt ausmachen. Der ethische Subjektivismus entsteht eigentlich aufgrund einer philosophischen Herausforderung. Diese Herausforderung kann man verschieden charakterisieren. Wenn man will, Positivismus, das ist meistens etwas polemisch gemeint, Naturalismus ist etwas allgemeiner, und diese Form der Herausforderung ändert sich im Laufe der Jahrzehnte, aber der Grundimpuls scheint mir erstaunlich konstant zu sein. Es ist immer wieder dasselbe Unbehagen, was dann zu diesem Ausstieg aus der lebensweltlichen Praxis der normativen Stellungnahme und der normativen Begründung führt. Um jetzt hier das ganz kurz nachzuzeichnen, die Zeit haben wir nicht, da könnte man eine ganze Vorlesung drüber machen, will ich auf so ein paar Stationen hinweisen. Einer, der in der philosophischen Debatte regelmäßig in meinen Augen unter Wert gehandelt wird, ist Max Weber in dem Zusammenhang.
Da gibt es diese beiden berühmten Vorträge, der Objektivität oder dann Aufsätze geworden, Objektivitätsaufsatz und der Wertfreiheitsaufsatz. Und wenn man sich heute mit Naturwissenschaftlern unterhält und sie natürlich bestreiten, dass Ethik eine Wissenschaft sein könnte und so weiter, dann kommen Argumente, sie sind fast wörtlich entnommen der damaligen Max Weberschen Positionierung. Und die ist hochinteressant und hochkomplex. Ja? Die darf man nicht einfach so abtun. Und zu diesen Elementen, die Weber so wirksam gemacht haben, gehört die Vorstellung, wir müssen nach Objektivität streben, das ist das Wesentliche in der Wissenschaft, jedenfalls auch in der Sozialwissenschaft. Den einen Vortrag hält er ja bei Übernahme der Herausgeberschaft der, wie heißt die Zeitschrift nochmal genau, Zeitschrift für Sozialwissenschaft oder wie genau hier heißt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und er sagt, der Sozialwissenschaft ist trotz aller ideologischen und politischen Auseinandersetzungen ein objektives Unterfangen und muss es bleiben, aber jetzt schon die erste Differenzierung, ihre Gegenstände haben eine Kulturbedeutung, sind abhängig von den jeweiligen Wertungen, insofern kommt ein konstitutives, wertendes Element in die Wissenschaft hinein, aber der Inhalt und das Ergebnis der wissenschaftlichen Theorie muss wertfrei bleiben. Und dieses Muss wird dann nochmal charakterisiert, ich mache jetzt eine längere Geschichte sehr kurz, zum Beispiel dadurch, dass man ansonsten ein Problem der interkulturellen Verständigung hätte. Ja, da gibt es diese politisch unkorrekte, heute unkorrekte Formulierung, ja, es muss auch der Chinese verstehen. Ja, gemeint ist, wenn die Kultur ganz anders ist, dann ist das, wenn, und wenn das Einfluss nimmt auf den Inhalt, dann wäre das nicht mehr gegeben. Das ist einer der Thesen und dann interessanterweise sozusagen eine kulturalistische These, dass die Wertungen sind kulturgebunden. Bei Bernard Williams heißt das dann Relativism from the distance. Ja, sobald ich Distanz habe, bin ich Relativist. Ja. Und das zweite existenzialistische Motiv, was ein bisschen anders eigentlich geartet ist, lautet in der Kurzfassung, jeder muss seinen Dämon finden. Also Dämon. Ja. Jeder muss sozusagen das für sich definieren und finden, was seinem Leben Sinn gibt. Und das kann nur jeder für sich. Das ist etwas, was wir vielleicht gleich noch ein bisschen diskutieren werden. Ja, welche Rolle spielt das? Und das ist ja erstmal, klingt das irgendwie plausibel. Jetzt muss man mal schauen, wie kommt diese Plausibilität zustande? Sie kommt zustande aufgrund einer Doppelthese, nämlich dass die Wertungen anders als die wissenschaftliche Praxis in einer seriösen Sozialwissenschaft zum Beispiel, kulturgebunden einerseits sind, anders als die sozialwissenschaftliche Theoriebildung. Es ja, gab mal viel, viel später die Worf-Sapir-These, das gelte auch für die Wissenschaften nicht, weil die Sprachabhängigkeit solche Kulturvarianzen festlegt, aber das ist nicht so wahnsinnig plausibel, jedenfalls für die Naturwissenschaft nicht. Und das Zweite, weil etwas sozusagen radikal Subjektivistisches ins Spiel kommt, nämlich ich entscheide mich für das, was meinem Leben Sinn gibt. Ja, existenzialistisch, dezisionistisches Element kommt da hinein. In dem, was die Kritiker dann Positivismus oder Neopositivismus genannt haben, wird dieses Webersche Motiv gewissermaßen umgeformt, nämlich wir haben eine rationale Basis aller Wissenschaft, die besteht darin, dass wir in einer bestimmten, methodisch kontrollierten Weise Zugang zur Realität finden. Daten, ursprünglich auch phänomenalistisch, gewissermaßen Sinnesdaten, dann aber Protokollsätze, die man hinschreiben kann, die kontrolliert im Experiment wiederholt werden können und so weiter. Ursprünglich induktives Verfahren zur Bestätigung von wissenschaftlichen Theorien. Das ist ein Verfahren, was keine Entsprechung hat, meinen jedenfalls die frühe Generation der logischen Empiristen oder Neopositivisten im Bereich des Praktischen, im Bereich der Werte und so weiter. Also auch da, das ist der Hintergrund. So, und jetzt haben wir aber ein Problem, was natürlich viele Philosophen sehen in dieser Zeit, nämlich so sprechen wir aber nicht. Wir streiten ja um Fragen der Wertung. Wir streiten ja darüber, was ist gerecht, was ist ungerecht. Da sagt ja niemand, das ist mein Dämon, oder? Sondern wir wollen ja, wir bringen Argumente vor. Die Frage ist, was macht man mit dieser Praxis?
Und der ethische Subjektivismus in verschiedenen Stationen, ja, habt ihr ein paar aufgeführt, bietet unterschiedliche Interpretationen an zu dieser Verständigungspraxis im Bereich von Normen und Wertungen. Ich sage es jetzt zugespitzt, auch um vielleicht eine Debatte zu provozieren. In dem Fall, finde ich, ist es schon fast an der Grenze des Skandalösen, dass eine philosophische Theorie oder philosophische Theorien, die sich der sorgfältigen Analyse der Sprache gewidmet haben, teilweise in Ersetzung der Alltagssprache durch ideale Sprachen, formale Sprachen, teilweise wie der späte Wittgenstein und das, was man dann als Ordinary Language Philosophy bezeichnet, in sorgfältiger Analyse der gesprochenen Alltagssprache, dass gerade diejenigen, die dieses Programm sich zu eigen gemacht haben, aus einem metaphysischen Motiv heraus, nämlich der festen Überzeugung, es gibt sowas nicht wie objektive Werte und Normen und so weiter, es gibt keine moralischen Tatsachen, zu einer zum Teil grotesken Fehlinterpretation der Moralsprache geführt werden. Das beginnt am krassesten bei Stevenson. Das ist schon auf ziemlich hohem Niveau, was da versucht wird. Die sind ja nicht dumm, alle miteinander sind ziemlich intelligent. Ja. Und deswegen wird mit vielen auch, kann fast schon sagen, Tricks, eine Uminterpretation der Moralsprache vorgenommen. Und das dauert Jahrzehnte. Ja. Füllt Bibliotheken. Und jetzt im Rückblick kann man sagen, das Ganze kollabiert. Das Ganze wird zu Grabe getragen Ende der 70er Jahre. Mit eigentlich, ich sehe es so, das ist ein relativ harmloser Text, der aber dann eine immense Bedeutung bekommt, von John Mackie, 1977, glaube ich, erschienen, Ethics Inventing Right and Wrong, bei Reclam zunächst falsch übersetzt, nämlich die Entdeckung, muss natürlich die Erfindung heißen, Inventing hat beide Bedeutungen, aber ist klarerweise die Erfindung gemeint und nicht die Entdeckung des Richtigen und des Falschen. Und Mackie, anerkannt auch als Wissenschaftstheoretiker, Erkenntnistheoretiker, bedeutender aus, in Australien war lange Zeit auch Philosoph, stellt dann einfach mal so fest, natürlich ist die Moralsprache objektivistisch, natürlich folgt sie den gleichen logischen Regeln wie unsere sonstige Sprache auch, aber sie beruht auf einem Irrtum, weil es das ja nicht gibt. Das ist aber ganz was anderes. Das ist ganz was anderes, als wenn ich, wie Richard Mervyn Hare es gemacht habe, nachzuweisen versuche, dass das, was nicht als Imperativ auftritt, in Wirklichkeit ein Imperativ ist. Ganz was anderes. Gut, also, was ist das Problem des Subjektivismus? Jetzt die modernen, zeitgenössischen Varianten haben immer stärker versucht, dem gerecht zu werden. Und zu sagen, ja, wir bleiben natürlich bei unserer Ausgangsthese, aber wir präsentieren jetzt diese These so, dass es fast nicht mehr bemerkbar ist. Das nennt man dann Quasi-Realismus. Nun, Blackburn, der nimmt das auch für sich in Anspruch als Terminus, Quasi-Realismus. Gibbert nicht. Gibbert ist aber sehr, sehr nah dran. Also ich würde Gibbert auch als Quasi-Realisten bezeichnen. Und Gibbert ist für unsere Zwecke vielleicht sogar interessanter, weil Gibbert sagt, ja, das ist doch ganz einfach. Wir können doch dieses Problem dadurch lösen, dass wir jede moralische Stellungnahme als Ausdruck einer Norm-Acceptance, des Akzeptierens einer Norm, das heißt genauer eines ganzen Normensystems, weil die hängen nicht lose in der Luft, gewissermaßen die Kohärenz wird inkorporiert. Ja. Wenn wir normativ Stellungnahmen nehmen, offenbaren wir damit oder bringen zum Ausdruck das Akzeptieren von Normen oder Normensystemen, nicht Werten, er spricht von Normen. Bei allem Respekt vor Gibbert, ja, das ist ein Taschenspielertrick. Achten Sie mal auf Folgendes. Sie sind auf einem physikalischen Kongress. Die Leute tragen unterschiedliche physikalische Theorien vor. Und dann sagen sie, der Hawkins, der trägt hier was vor, ein bisschen kompliziert, ja, mathematischen Formeln und so weiter. Da es die physikalische Welt nicht gibt, müssen wir das interpretieren als Ausdruck
seiner Akzeptanz bestimmter physikalischer Regeln. Ja klar, ich meine, was sonst? Ich meine, jeder, der eine Theorie vorträgt, bringt damit natürlich das Akzeptieren bestimmter Regeln und so weiter, die in dieser Theorie eine Rolle spielen oder Gesetzmäßigkeiten zum Ausdruck. Ja, wie denn sonst? Natürlich. Das heißt, das findet überall statt. Aber damit ist die Frage nicht geklärt, geht es um wirkliche Fragestellungen, um reale Fragen des Richtigen und des Falschen, oder geht es nur darum, zum Ausdruck zu bringen, was ich akzeptiere? Natürlich nicht. Die ganze Debatte auf dem physikalischen Kongress wird sich ja nicht um die Frage drehen, was jetzt hier Hawkins subjektiv akzeptiert. Das ist ja völlig irrelevant. Sondern ob das, was er akzeptiert, auch vernünftig ist. Deswegen nenne ich das Subjektivismus, obwohl sich die zeitgenössischen Subjektivisten gegen dieses Epitheton natürlich massiv wehren, weil es nichts anderes ist. Es ist eine sophisticated version, ja, des ursprünglichen ethischen Subjektivismus, der halt früher explizit aufgetreten ist und jetzt eben nicht mehr so explizit auftritt. Ja, wenn man den ethischen Subjektivismus zurückweist, dann bleiben zwei Optionen, wenn man an einer naturalistischen Metaphysik festhält. Also naturalistische Metaphysik ist die These, Tatsachen sind solche Dinge, die man mit den Mitteln der Naturwissenschaft zu beschreiben versucht und in einer idealen Naturwissenschaft beschreiben kann. Ein Versuch, Naturalismus zu charakterisieren, verbreiteter. Man kann das sicher auch anders machen. Dann bleiben zwei Optionen, oder sagen wir mal so, vielleicht bleiben viel mehr Optionen. Aber diese beiden Optionen sind halt jetzt gegenwärtig die beiden prägenden in der zeitgenössischen Debatte. Das eine ist der ethische Naturalismus und das andere ist der kantische Konstruktivismus. Die ethischen Naturalisten, auf die ich dann gleich nochmal, auf die ich jetzt zunächst zu sprechen kommen möchte, bezeichnen sich selten als ethische Naturalisten, eigentlich nie, sondern die Renaissance des moralischen Realismus beginnt damit, dass unter anderem, ich habe jetzt mal die zwei Klassiker hier genannt, Peter Railton und Richard Boyd, dass sie beide sich als Moral Realists bezeichnen und einführen und erstmal die ganze Batterie von Argumenten, die durchaus jedenfalls viel zu tun haben mit diesem robusten, auch hinsichtlich unserer moralischen Überzeugung, robusten Realismus unserer lebensweltlichen Praxis, diese ernst nehmen, den Subjektivismus zurückweisen, um dann allerdings eine naturalistische Interpretation anzubieten. Das ist gewissermaßen die Strategie. Und dazu ein paar natürlich jetzt vergröberte, ja, kritische Anmerkung. Also bei Übereinstimmung in der Zielsetzung. Die Zielsetzung lautet vergleichbare Rationalität der Klärung normativer wie der Klärung empirischer Fragen, wobei ich nochmal sagen würde, nicht jetzt schiefe Vergleiche, sondern bleiben wir lieber mal als Orientierungswissen. Also Klärung von Fragen, die unsere Alltagswelt betreffen und Klärung hinsichtlich normativer und hinsichtlich empirischer Aspekte unserer Alltagswelt. Das ist jetzt erstmal die Parallele, die wir vor Augen haben sollten. Also erstmal ein zumindest ähnliches Ziel. Was ist das Problem des Naturalismus? Also der klassische ethische Naturalismus, ich habe mal so drei Varianten hier aufgeführt, Marxismus, Nationalismus, Sozialdarwinismus, galt lange Zeit als vernichtend geschlagen durch George Edward Moores Naturalismuskritik im zweiten Buch von Principia Ethica, norddeutsch Principia Ethica, Principia Ethica. Und wie auch immer die Argumentation ist und wie plausibel nun das ist, was Moore konkret ausführt, die Intuition, die Moore hat, schien vielen sehr überzeugend zu sein, nämlich die, dass beliebige Informationen, zum Beispiel über
historische Entwicklungen, historische Gesetzmäßigkeiten, ökonomische Gesetzmäßigkeiten, wenn Sie nochmal an Marx und den Marxismus denken, biologische, sozial-darwinistische Interpretationen von Konkurrenten, Konkurrenzen in der sozialen Welt oder in der kulturellen Welt im Muster der biologischen Erklärung und Beschreibung oder gar nationalistische Charakterisierungen derart, dass man sagt, wir haben doch eine klare Definition des nationalen Interesses. Was immer das Ergebnis ist dieser Untersuchungen, es kann nie damit allein entschieden werden, was ist richtig und was ist falsch. Das ist eigentlich der Kern des Open-Question-Argumentes, des berühmten. Was immer da präsentiert wird, am Ende kann ich nochmal mir Gedanken machen, sozusagen normativ Stellung nehmen dazu und sagen, ist es auch gut, ist es auch richtig. Ja, also um das marxistische Beispiel zu nehmen, aus einem Grund, den ich gleich erläutern werde, wenn ich weiß, was im Interesse der Arbeiterklasse ist, dann ist damit allein noch nicht gesagt, dass das richtig ist, zu verfolgen. Sondern da muss was hinzutreten. Meinetwegen, wie für viele Marxisten impliziter jedenfalls, das Anstreben einer und die Wünschbarkeit einer klassenlosen Gesellschaft. Und da die letzte Revolution dann eben die Klassengesellschaft beseitigt, das wäre ein normatives Argument. Dann ist der ganze Apparat der sozusagen marxistischen Geschichtstheorie wieder normativ relevant, aber nur vor diesem Hintergrund und nicht ohne diesen normativen Hintergrund. Mein Marx macht das ja unglaublich geschickt, nicht? Der regt sich in seinen Frühschriften sehr gut nachvollziehbar auf über die Ausbeutungsverhältnisse, die er beobachtet in dem gerade entstandenen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Und dann will er das Normative loswerden und dann führt er halt einen Terminus ein, nämlich einen sauber definierten Ausbeutungsbegriff, quantitativ übrigens definierten Ausbeutungsbegriff. Ja gut, aber normativ ist der natürlich nicht, das ist rein analytisch, ist natürlich Quatsch, nicht? Also das, damit soll eine Art pseudowissenschaftliche normative Stellungnahme präsentiert werden. Das heißt, die normative Stellungnahme soll verschwinden in Wissenschaft, in reiner positiver Sozialwissenschaft ohne normative Stellungnahme aufgehen. Aber das funktioniert halt nicht. Wir können ja immer noch fragen, was spricht denn dafür, Ausbeutungsverhältnisse zu beseitigen und was spricht dagegen? Und dürfen uns vom Begriff selber nicht von vornherein da festlegen lassen. Ich habe das Beispiel deswegen gebracht, weil es eine Merkwürdigkeit gibt, die in der Sekundärliteratur gar nicht beachtet wurde, auf die ich einfach mal hinweise. Die Gründerväter des ethischen Naturalismus sind durchgängig Marxisten. Zumindest waren sie Marxisten. Und das merkt man auch den Schriften an. Bei Richard Boyd, der ist mutig, der sagt das. Richard Boyd sagt, ich bin Marxist und ich liefere euch eine Theorie. Bei Peter Railton merkt man das nicht. Bei David Kopp merkt man das nicht. Wenn man nicht sehr viel vom Marxismus versteht, merkt man es nicht. Ja, es sind kryptomarxistische Theorien. Das macht die nicht von vornherein falsch, nicht, dass sie mich missverstehen, aber man versteht sie besser, wenn man sie so liest. Und das will ich vielleicht kurz erläutern, wie sich das äußert. Es äußert sich vor allem in der Vorstellung, die rationale Grundlage von Ethik ist das wahre Interesse. Das Interesse muss nicht unbedingt korrespondieren mit den Wünschen, sondern eben das, was die Person in Wirklichkeit für Interessen hat. Und das zweite Element ist, dass die Aufhebung von Zuständen, die wir verurteilen, darin besteht, herauszufinden, wie sich die soziale Entwicklung gestalten muss, damit diesen wahren Interessen Rechnung getragen wird. Bei Peter Railton ist es besonders interessant nachzulesen, weil dort erstmal ausgehend von der Idee, dass Individuen oft Wünsche haben, die ihren eigenen Interessen widersprechen, was eine sehr vernünftige Annahme ist, in einem nächsten sozusagen fast unmerklichen Übergang daraus geschlossen wird, dass Gesellschaften sich oft irren hinsichtlich der Interessen, die sie tatsächlich haben und nach dem Muster, in der Menschen dahinter kommen, was ihre wahren Interessen sind, Gesellschaften dahinter kommen können, was ihre wahren Interessen sind
Und dieses ist ein rein positives sozialwissenschaftliches Unterfangen. Das kann Psychologie und Physiologie im Einzelfall und Sozialwissenschaft gestützt durch Psychologie und Physiologie im kollektiven Fall klären. Rein positiv, ohne normative Stellungnahme. Da bleibt in meinen Augen erstens mal eine Menge ungeklärt. Das hat ja so eine Art harmonistische Vorstellung. Das individuelle Interesse und das kollektive Interesse und das kollektive Interesse des einen Kollektivs und das kollektive Interesse des anderen Kollektivs, das sind ja alles Konfliktlagen, die eine normative Antwort verlangen, die sind ungeklärt. Und generell ist das Programm der Überführung von Ethik in Sozialwissenschaft in meinen Augen völlig irreführend. Wenn wir normative Fragen klären, lehnen wir uns nicht zurück und sagen, naja gut, da muss man mal ein paar Soziologen dran setzen. Soziologen haben eine wichtige Funktion, auch für die Klärung normativer Fragen. Aber es ist eine Art Hilfsfunktion. Die Kriterien der normativen Beurteilung sind keine sozialwissenschaftlichen Kategorien. Also jedenfalls im Sinne einer nicht normativen Sozialwissenschaft. Und insofern kann man jetzt etwas zugespitzt sagen, es ist der Versuch, der zeitgenössische ethische Naturalismus ist der Versuch, hinter eine Einsicht der Aufklärungsphilosophie in Europa zurückzufallen, nämlich dass empirische und normative Fragen zwei Paar Stiefel sind. Es ist ein intelligenter Versuch und nicht gleich so leicht zu durchschauen, aber es ist ein Versuch in diese Richtung und ich glaube, dass führt in die Irre. Ich will jetzt, Frau Takian hat es kurz angesprochen, einen besonders schwierigen Fall einfach aus Zeitgründen ausklammern, nämlich die aristotelische Variante des ethischen Naturalismus. Man kann es in einem Satz charakterisieren, wenn man einen Naturbegriff hat, der abgeht von dem an die moderne Naturwissenschaft gebundenen, dann kann man dieses Schisma gewissermaßen dadurch überwinden, dass man zum Beispiel anthropologische Vorstellungen entwickelt, was den Menschen eigentlich ausmacht und damit das Normative gleich mit impliziert. Das ist bei Jonas ganz explizit übrigens, das ist ein anderes Naturverständnis. Bei Jonas ist es ja ein teleologisches Naturverständnis. Oder in Deutschland Spähmann, ja, die Frage wozu, mal vor vielen Jahren, das geht in dieselbe Richtung. Das gilt auch für Volker Gerhard übrigens, der gestern vorgetragen hat, interessanterweise. Das ist eine sozusagen völlig neue Debatte. Das heißt, man entfernt sich dann von der zeitgenössischen Naturwissenschaft und entwickelt einen Naturbegriff, der dort nicht enthalten ist, der eine gründliche Reform voraussetzte. Aber ich würde sagen, wir klammern das jetzt hier einfach aus, um nicht in Zeitnöte zu geraten. Der zweite große Opponent, wenn man mal den ethischen Subjektivismus rausnimmt, also ethischen Naturalismus und kantianischer ist der sogenannte kantianische Konstruktivismus. Der tritt zunächst mal auf in Form einer politischen Philosophie, nämlich bei John Rawls in den Dewey Lectures 1980, das hat auch den Titel Kantian Constructivism, das gibt dem ganzen Programm seinen Namen. Meines Wissens wurde vorher dieser Terminus nicht verwendet. Und die Idee bei Rawls ist die, dass er ja anders als es jedenfalls noch nahe lag bei der Interpretation von der Theory of Justice 1971, nämlich dass diese Theorie eine normative Theorie ist. Er hat ja auch mal ganz früh ein Decision Procedure for Ethics entwickelt, sodass man also meinen konnte, aha, das ist genau so gemeint, das ist eine normative Theorie. Rawls dann explizit diese Vorstellung zurückweist und sagt, es kann nicht sein, dass die politische Praxis in der liberalen Demokratie abhängig wird von einer bestimmten ethischen Doktrin oder philosophischen Theorie der Person oder was auch immer. Sie muss davon unabhängig sein, wie sie auch sonst von anderen Doktrinen, er spricht da von Comprehensive
Moral Doctrines unabhängig sein muss. Und was gibt es dann noch für eine Möglichkeit? Nämlich die, dass man die öffentliche Sphäre, den öffentlichen Austausch von Gründen, die Gerechtigkeitstheorie, die diesen öffentlichen Austausch trägt, oder das Gerechtigkeitsverständnis, oder Rawls spricht von Sense of Justice, Gerechtigkeitssinn, als eine Form der Kooperation, selbst als eine Form der Kooperation versteht. Das heißt, als eine Bereitschaft, sich im Hinblick auf gemeinsame Interessen, die man als Mitglied der Bürgerschaft eines demokratisch verfassten Staates hat, sich auf eine faire Form von Kooperation und Interessenausgleich einlässt. Das ist mir absolut sympathisch. Ich glaube, das trifft auch einen ganz wesentlichen Punkt. Ich habe ja 1979 mein Buch mit dem Titel Demokratie als Kooperation veröffentlicht. Also insofern könnte man sagen, alles wunderbar. Aber jetzt Vorsicht. Rawls will damit zugleich einen, jetzt verwende ich mal einen Terminus, den er natürlich nicht verwendet, so normativen Essentialismus vermeiden. Er will vermeiden, dass man die Demokratie versteht als Ausdruck bestimmter normativer Überzeugungen. Damit einhergehend ein im Grunde in meinen Augen viel zu harmonistisches Konzept von rechtlich verfasster parlamentarischer Demokratie vertritt, die in ihrer Genese ja auf Kämpfen beruhte und auf der Einsicht, dass Menschen frei und gleich sind und individuelle Rechte haben, die ihnen niemand nehmen kann, gegen die Mehrheitsmeinungen in der jeweils umgebenden Kultur. Und es ist zu harmonistisch hinsichtlich der Herausforderungen der Demokratie durch ihre Feinde, die zugenommen haben. Also, das ist ein anderes Thema, aber es hängt mit unserem zusammen. Demokratie ist ohne normative Wahrheitsansprüche nicht zu haben. Darunter geht das nicht. Im deutschen Verfassungsrecht wird das sogar explizit in Gestalt der Unantastbarkeit des Wesensgehaltes der Grundrechte, die nicht auch nicht durch verfassungsändernde Mehrheit angetastet werden dürfen. Und der Menschenrechtsdiskurs ist auch natürlicherweise als eine Entdeckung von individuellen Rechten und nicht als ein cooperative frame zu interpretieren, wie mir scheint. Im zeitgenössischen Kantian Constructivism, Honora O'Neill und Christine Korsgaard vielleicht als die beiden bekanntesten Vertreter, wird dieses Programm verallgemeinert. Das Rawlsche Programm gewissermaßen verallgemeinert auf die Ethik als Ganze. Und die Frage ist, ja, was trägt dieses Projekt? Und bei allen Differenzierungen, hochinteressanten Überlegungen und so weiter, läuft das darauf hinaus, dass Normen sich daraus ergeben, dass Individuen als Akteure sich konstituieren. Da spielt zunächst einmal das Self-Image eine ganz überragende Rolle in den Schriften von Korsgaard. Das tritt dann in den späteren Artikeln und in der zweiten Monographie dann deutlich zurück. Und dann spricht sie zunehmend von Constitution of Agency oder Constitutive Conditions of Agency. Das erinnert sehr stark an eine andere, in dem Sinne auch Kantian Constructivism Variante, nämlich die von Jürgen Habermas. Für den ist es natürlich nicht die konstitutiven Bedingungen von Handlung das Fundament, sondern die konstitutiven Bedingungen von Verständigung das Fundament. Aber es hat dieselbe Form. Die Argumentation ist gleich, ist ganz ähnlich oder analog. Es geht darum aufzudecken, welche unverzichtbaren Bedingungen für etwas bestehen, das wir alle akzeptieren. Habermas gestern nochmal Verständigungspraxis, deswegen universell, wir alle, das ist überall auf der Welt, in jeder Kultur spielt Verständigung eine Rolle. Und deswegen sind diese Normen, die die Verständigungspraxis konstituieren, dasjenige, was eben die universelle Ethik, den Terminus verwendet Habermas bekanntlich anders, aber ich verwende ihn jetzt mal so, tragen kann. Noch schöner natürlich, wenn es denn stimmte,
by Korsgaard die Constitutive Conditions of Agency. Kann man sagen, ist doch wunderbar, jetzt sind wir doch schon mal einen wesentlichen Schritt weiter. Und Sie müssen mal darauf achten, also das ist mir vielleicht noch wesentlich, es gibt mit beiden, also sowohl mit Habermas wie mit Korsgaard, erst recht mit Rawls, eine Menge inhaltlicher Übereinstimmungen. Ja? Gerade deswegen ist die Kontroverse vielleicht nicht so uninteressant, weil die Übereinstimmungen so groß sind. Ich glaube auch, dass es konstitutive Bedingungen der Verständigung gibt, wie Habermas. Ich glaube auch, dass es konstitutive Bedingungen von Agency gibt. Aber ich glaube nicht, dass man gewissermaßen wie der Zauberer das Kaninchen aus dem Hut das Gesamt der Ethik aus diesen minimalistischen Bedingungen hervorzaubern kann. Das ist, wäre schön, wenn es so wäre, aber es funktioniert nicht. Um es bei Korsgaard auch wieder etwas zugespitzt festzumachen, will sie uns wirklich sagen, dass der SS-Offizier nicht handelt? Das ist doch eine absurde Vorstellung. Natürlich handeln SS-Offiziere. Doch handlungsfähig. Schlimm genug. Das heißt, diese konstitutiven Bedingungen von Agency sind viel zu schwach. Es gibt konstitutive Bedingungen von Agency. Zum Beispiel, dass eine gewisse Kohärenz da ist, dass man weiß, sozusagen die Person überhaupt als Akteur wahrnehmen kann, wenn die völlig erratisch wäre, mal so, mal anders, dann gäbe es ein Problem. Das sind konstitutive Bedingungen von Agency. Normative Stellungnahmen, die halbwegs kohärent sind, sind in der Tat Teil von Agency, glaube ich. Aber daraus zu schließen, man kann die Ethik noch dazu, eine universalistische, humanistische oder was immer Ethik, daraus allein rausziehen, ja? Das ist ein frommer Wunsch. Und das ist bei Habermas ganz ähnlich. Die Diskursethik, wunderbar, kann man alles akzeptieren. Aber dann ist eben nur bislang Verständigungspraxis etabliert. Im Übrigen steckt da natürlich viel zu viel rein, ja? Meine Verständigungspraxis kann es auch geben, wenn die Menschen sich nicht wechselseitig als Gleiche anerkennen. Er überzieht das, um mehr rauszuholen, als eigentlich geht. Das macht Korsgaard noch viel extremer. Also es ist gut gemeint, aber es scheitert. Warum diese hartnäckigen Versuche? Naja, was ist die Gemeinsamkeit von Subjektivismus, Naturalismus und Konstruktivismus? Eine naturalistische Metaphysik. Sie sagt, es kann nur einen Typus von Tatsachen geben, nämlich nur die, die man eben zugänglich sich macht durch Naturwissenschaft oder meinetwegen Sozialwissenschaft bei Richard Boyd. Wenn man sich da von dieser Metaphysik einmal löst, ja, dann sieht die Situation in meinen Augen schon ganz anders aus. Und damit wären wir bei der Rolle von Gründen. Und damit wird es gewissermaßen jetzt ein bisschen systematischer. Und ich hatte gesagt, dass ich an der Stelle dann vielleicht doch auch etwas auch zitieren möchte. Also vielleicht noch zum Abschluss ein Zitat noch zu Kritik von kantischem Konstruktivismus. Christine Korsgaard verallgemeinert in The Sources of Normativity den kantianischen Konstruktivismus. Während er bei Rawls auf die politische Sphäre beschränkt bleibt, handelt es sich bei Korsgaard um einen normativen Konstruktivismus, der Rationalitätstheorie, Ethik und politische Philosophie gleichermaßen einschließt. Typischerweise, das haben Korsgaard und O'Neill gemeinsam, erfolgt dies unter explizitem Rückgriff auf Immanuel Kant. Die These, die nicht übermäßig klar ausformuliert wird, lautet offenkundig, dass die Constitution of Agency, die konstituierenden Bedingungen von menschlichem Handeln, die Normativität der Praxis, ein Universalisierungsprinzip nach dem Muster des kategorischen Imperativs beinhaltet. Ich bin dagegen überzeugt, dass Handeln ohne Gründe in der Tat generell undenkbar ist, das ist die Gemeinsamkeit, der Inhalt der Gründe aber ein weites Spektrum umfasst und nicht zwingend dem einen oder anderen Universalisierungstest nach dem Muster Korsgaard-Kant oder Korsgaards Kant-Interpretation unterliegt. Wir verstehen das Handeln einer Person nicht, wenn es nicht von Gründen geleitet ist, aber ob diese Gründe universalisierbar sind, steht auf einem anderen Blatt, das ist ja gerade der Inhalt der ethischen Auseinandersetzung, der ethischen Kontroversen. Natürlich lässt sich diese Frage erst klären, wenn genauer bestimmt wird, was hier unter Universalisierung verstanden wird. Korsgaard und O'Neill modifizieren den kategorischen Imperativ und nehmen dies zum Kriterium. Gut, also,
Das würde ich mal sagen, lassen wir jetzt außen vor. Also jetzt zu den Gründen. Dieser unaufgeregte Realismus bezieht ja sozusagen seine intuitive Plausibilität aus einer Praxis, die wir teilen, nämlich, dass wir in unseren Begründungen, und die Begründungen beziehen sich auf Überzeugungen bezüglich der empirischen Welt, beziehen sich auf Handlungen, beziehen sich auf übrigens normative Stellungnahmen, die nicht unmittelbar mit Handlungen zu tun haben müssen. Wenn wir zum Beispiel darüber diskutieren, ist das Steuergesetz XY gerecht oder ungerecht, dann weiß ich vielleicht gar nicht, was zu tun ist. Trotzdem können wir darüber einen rationalen Diskurs jedenfalls versuchen. Gründe beziehen sich auch auf emotive Einstellungen. Ich habe bestimmte, zum Beispiel eine Verachtung oder eine Wertschätzung oder was auch immer, dann habe ich Gründe oder sollte ich Gründe dafür haben, kann dafür Gründe angeben. Das ist die Art und Weise, wie wir uns verständigen, wie wir uns austauschen, wie wir uns auch koordinieren und die Basis aller Interaktion. Und Vorsicht, das ist jetzt nicht quietistisch, das steht jetzt nicht außerhalb der Kritik, überhaupt nicht. Sondern wir beginnen immer bei den Dingen, die unbezweifelt sind, zwischen uns unumstritten sind und kommen dann zu Dingen, die umstritten sind. Deswegen reden wir ja überhaupt. Manchmal kündigen wir bestimmte Dinge an und dann heißt es, solltest du aber nicht tun und dann gibt es Kontroversen und so weiter. Wir beziehen uns dabei immer auf Dinge, die zwischen uns nicht umstritten sind. Wenn sich ein Diskurs herausstellt, die sind umstritten, dann muss man einen Schritt zurückgehen und versuchen, etwas zu finden, was unumstritten ist. Und die Frage ist, geht das ad infinitum oder endet das irgendwo? Und ich weiß, dass diese Formulierung gefährlich ist. Ich verwende sie jetzt bewusst, aber will sie gleich nochmal qualifizieren. Dieses Wittgensteinsche Element, die enden irgendwo, Wittgenstein sagt, in der Lebensform. Das muss man aber nicht quietistisch verstehen. Nicht so, dass die Lebensform jetzt irgendwie als Ganze einfach gegeben ist. Da lässt sich, das war so ein bisschen Tendenz des späten Wittgenstein, gibt es Briefwechsel mit Bertrand Russell, der ganz in diese Richtung geht. Ja. Leute führen Krieg, wie kann man da dagegen sein? Das ist halt einfach mal so, ne? Sagt Wittgenstein gegen Russell. Ja, so. Und Ähnliches. So ist es nicht gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass wir ab einer bestimmten Tiefe, nehmen Sie jetzt nochmal diese Metapher, meinetwegen sogar angereichert durch diese Flussbildmetapher in Übergewissheit bei Wittgenstein, ja, da ist ein Flussbett, da fließt und der Übergang zwischen Flussbett und Fluss ist nicht scharf und das Flussbett verlagert sich im Laufe der Zeit, ja, das ist eine ganz schöne Metapher. Umso tiefer ich gewissermaßen gehe, umso schwieriger wird es noch, rational zu diskutieren und irgendwann gibt es nicht mehr die Möglichkeit, rational zu diskutieren. Wenn jemand sagt, mein Ziel ist, möglichst viele Menschen umzubringen, einschließlich meiner selbst, na gut, dann kann man sagen, das ist irgendwie inakzeptabel. Wenn er sagt, ja, für mich ist das aber ein Ziel, ja, irgendwie hört es auf. Es hört irgendwann auf. Und dieses Aufhören, ja, das können wir nicht stoppen durch die Philosophie. Und am allerwenigsten dadurch, dass man jetzt als Philosoph aussteigt aus allem und sagt, hoppla, ich habe da so ein Prinzip und da kann ich dir beweisen, dass das Quatsch ist. Das wird nicht gelingen. Dennoch spielen Regeln und Systematisierungen, umso rationaler, umso intellektueller diese Auseinandersetzung wird, eine zunehmende Rolle. Das ist aber alles graduell. Ja. Zwischen dem Streit am Stammtisch, ja, welche Unverschämtheit, ja, dass wir also jetzt einen solchen Tarifvertrag bekommen haben und so weiter, und dem Streit im philosophischen Oberseminar gibt es Unterschiede, ja, aber die sind nur graduell. Ja, die beziehen sich auf bestimmte gemeinsame Überzeugungen, auf gemeinsame Wertungen. Man versucht daraus zu bekommen, was dann eben plausibel ist. Was dann plausibel ist, wenn das mal angenommen wird. Also wir können da nicht einfach beliebig raus. Und das ist in meinen Augen weitgehend analog zwischen, bleiben wir jetzt nur mal bei dieser schon versimplifizierenden Unterscheidung, theoretischen Gründen für Überzeugungen und praktischen Gründen für Handlungen. Es ist nicht kategorial verschieden. Nun mag es einen Punkt geben, oder es gibt einen Punkt, in dem es eine Differenz gibt. Und die Frage ist, wie man diese Differenz genau fasst. Und das ist ein interessanter Diskussionspunkt, habe da auch keine fertige Antwort. Also, wenn Sie mal sehen, zwei streiten sich über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Hypothese, führen Daten an, haben natürlich eine Menge Hintergrundwissen,
bestimmte Paradigmen, die sie akzeptieren. Sagen wir mal, wir sind noch mal in der Physik. Und am Ende sagt einer, also für mich ist die Sache klar, weil ich akzeptiere dieses Messverfahren. Kosmologische Probleme. Und der andere sagt, für mich ist die Sache aber eben anders, weil ich finde dieses ich akzeptiere dieses Messverfahren nicht, ich habe ein anderes. Sowas gibt es. Gibt es auch in der Physik. Von wegen, dass die alle immer einig sind. Das ist ja alles Quatsch. Ja? Warum muss man in die Kosmologie heutzutage schauen? Ja? Dann ist fine del discorso gewissermaßen. Ja? Da kann man auch sagen, jetzt ist aber Schluss. Ich meine, jetzt sind wir am Punkt angelangt. Okay, jetzt können wir nur über die Messverfahren streiten, kommen wahrscheinlich nicht weiter. Oder wenn der Kuhn recht hat, hat er so nicht. Aber ja, wenn da irgendwas Richtiges dran ist, Paradigmenwahlen sind weitgehend irrational. Da kommt ein Element der Willkür. Meine Subjektivität würde ich mal nicht nennen, weil das wird ja nicht subjektiv erstmal, sondern der Willkür ins Spiel. Ja, das ist eben das, was ich da ins Spiel bringe und aus. Ein Analogon dazu gibt es im Bereich der praktischen Gründe. Nämlich, ich habe mich eben so entschieden, für diesen Beruf oder für jenen Beruf. Deswegen muss ich das und das machen und alles andere ist dann wieder begründbar. Oder vieles ist davon begründbar. Aber diese Entscheidung steht erstmal nicht jetzt in Frage. Oder Lebensform im Sinne, also habe mich entschieden, jetzt seine Familienpflichten zu übernehmen oder was auch immer. Ja. Das sind, man könnte sagen, existenzielle Entscheidungen, die das Leben prägen. Und die Frage ist jetzt, ist diese Entscheidung zwischen Paradigmen und die Entscheidung für bestimmte existenzielle Elemente meines Lebens analog oder nicht? Und ich glaube, da gibt es eine Disanalogie und die erkenne ich an. Die Disanalogie besteht darin, dass im einen Fall es darum geht, die Welt angemessen zu erfassen. Ein Element der Willkür ist dabei und ich wähle deswegen vielleicht das eine Messverfahren oder die eine Methode und das eine Paradigma und der andere ein anderes. Und da gibt es auch nicht sehr viel zum rational klären, mal angenommen. Und im anderen Fall geht es um was Essentielleres, nämlich gewissermaßen, wer bin ich? Im ersten Fall geht es erstmal nicht darum, wer ich bin, sondern wie die Kosmologie ist. Oder so. Im anderen Fall, wer ich bin. Werden wir noch diskutieren. Nehme ich mal an, weil das ist etwas, was Frau Betzler auch beschäftigt hat. Und das können wir insofern ein bisschen zurückstellen. Also, da mag es eine Differenz geben. Aber die Vorstellung, dass dort, wo solche existenziellen Dinge keine Rolle spielen, wir es lediglich mit Gründen für natürliche Tatsachen zu tun haben. Und dort, wo es keine natürlichen Tatsachen gibt, wir im Bereich des Willkürlichen und Subjektiven sind, leuchtet nicht ein, wenn wir unsere Verständigungspraxis ernst nehmen. Das Verbot, das nächstbeste, den nächstbesten Passanten zu erschlagen, steht nicht zur Disposition. Oder man kann das ein bisschen verallgemeinern und überhöhen, dann sind wir vielleicht bei der Würde des Menschen oder bei individuellen Rechten und so weiter. Steht nicht ernsthaft zur Disposition. Und wer dann darauf antwortet, woher wissen wir das denn? Sag ich, wir sind davon überzeugt, aber verwechseln Sie nicht Zertismus mit Realismus. Ja? Wer definiert denn, welche Normen gelten? Nein, niemand definiert, welche Normen gelten. Ja? Das ist gerade der Clou des Realismus. Ich kann Fallibilist sein bezüglich aller dieser Annahmen und trotzdem sagen, gut, das ist vermutlich, das ist jedenfalls meine Überzeugung, eine moralische Tatsache. Und zwar völlig unabhängig davon, ob die erkannt wird oder nicht. Die Stühle, wenn wir rausgehen, sind in dem Zimmer und bleiben in dem Zimmer, auch wenn sie niemand mehr beobachtet. Und wenn der Ukraine-Konflikt eskaliert und wir das Leben deswegen verlieren sollten, dann bleibt es auch bei bestimmten natürlichen Tatsachen unabhängig davon, was wir davon meinen und halten. Und so ist es auch bezüglich solcher fundamentalen oder elementaren oder zentralen Elemente, die die normative Ordnung aufspannen, die ich dann als moralische Tatsachen bezeichne. Da ist nichts Obskures. Ja. Etwas ganz Normales jedenfalls sieht das erstmal so aus. So, und wie hängt das jetzt? Ich muss ja zum Schluss kommen, ich sehe gerade. Wie hängt das jetzt mit Kohärenz und ontologischem Agnostizismus zusammen? Naja, ich plädiere hier für eine epistemische Perspektive, wie Sie gemerkt haben. Also, es geht um Gründe für. Es geht darum, herauszubekommen, in Zweifelsfällen, wie es sich wirklich verhält. Ganz banal. Der Vernünftige hat bestimmte Zweifel nicht.
Wittgenstein nochmal, über Gewissheit. Soll heißen, es ist nicht sinnvoll, alles simultan zu bestreiten. Das machen die ethischen Subjektivisten. Eine ganze Diskurspraxis sozusagen bezweifeln und eine neue Interpretation vornehmen. Nein, wir nehmen die Dinge erstmal und unsere Überzeugungen erstmal so, wie sie sind und ihre Präsuppositionen, die sie haben, erstmal so, wie sie sind. Es gibt eine Grenze des vernünftigen Zweifels. Es gibt auch eine Grenze der Wertungen, Normen, auch empirischen Überzeugungen, die unsere Lebensform ausmachen, die wir nicht abschütteln können. Und wer es versucht im philosophischen Oberseminar, naja, der betreibt eine Philosophie, die ich hochproblematisch finde, die allerdings eine große Tradition hat. Gut, zu Wittgensteins Perspektive, ist das jetzt eine oder nicht, lasse ich jetzt mal aus und komme nochmal zum Skandalon zum Schluss. Und das lese ich am besten kurz vor, wenn mir Herr von der Pforten diese 2 Minuten Überziehung erlaubt zum 60. Geburtstag. Dann. Du hast ja gesagt, zum 60. ist alles erlaubt. Kannst du so lange reden, wie du willst. Wir kriegen das schon hin. Moment, wo habe ich es denn? Ich habe mich ja sowieso von so kleinlichen Zeitfragen ganz verabschiedet. Also, verstehe. Also, im Anschluss jetzt an Popper. Welt 1 sei die Welt der natürlichen Gegenstände und Ereignisse in dem gerade definierten Sinne. Welt 2 die der mentalen Entitäten, Prozesse und Ereignisse. Welt 3, die der Propositionen, wobei zu diesen Propositionen, das wird manche Logiker vielleicht irritieren, aber das können wir vielleicht nochmal separat in der Pause diskutieren, auch inferentielle gehören. Also wie schließe ich? Zur Welt 3 gehören auch Gedanke, Inhalte, Inhalte von Theorien und so weiter. Rechtfertigungen, Begründungen und so weiter. Dass die Vermittlung zwischen Welt 1 und Welt 2 und Welt 3, Vorsicht, Welt 1 und Welt 3 über Welt 2, unsere subjektiven Zustände und mentalen Vorgänge erfolgt, liegt auf der Hand. Eine Überzeugung hat einen Inhalt, Welt 3, und gehört selbst zu Welt 2. Subjektive Gründe, das ist eine beliebte Redeweise, oder gar subjektive Tatsachen, das kommt sogar in Gerichtsprozessen vor, subjektive Tatsachen, was soll denn das sein? Das sind Oxymora, sagt der humanistisch Gebildete, das sind Oxymora, das sind Begriffe, die sinnlos sind, weil sie sich sozusagen innerlich widersprüchlich sind. Da diese Begriffe aus realistischer Perspektive für Objektives reserviert sind, wenn etwas eine Tatsache ist, dann kann es nicht lediglich etwas Subjektives sein. Die Überzeugung, dass sie besteht, kann eine subjektive sein. Aber der Inhalt dieser Überzeugung ist etwas Objektives, nämlich dass hier diese Tatsache besteht. Wir können einen mentalen Zustand richtig erfassen oder nicht, dann bilden wir uns eine Überzeugung, Teil von Welt 2, bezüglich einer Eigenschaft von Welt 2 unter Verwendung Begriffsrahmen, Inferenzen und Theorien, also von Elementen aus Welt 3 aus. Es gibt also keine subjektiven Tatsachen, sondern nur objektive, unabhängig davon, ob diese Tatsachen zu Welt 1, Welt 2 oder Welt 3 gehören. Ebenso wenig wie es subjektive Gründe gibt. Es gibt allerdings das Phänomen der Akzeptanz von Gründen. Das gehört zur Welt 2. Und die Meinung, dass etwas ein guter Grund sei. Diese ist aber selbst nicht ein Grund. Unbeschadet dessen können Elemente aus Welt 2, also Tatsachen, die mentale Zustände und Vorgänge betreffen, ausschlaggebend dafür sein, dass eine bestimmte Handlung objektiv wohlbegründet ist. Welt 3. Was behaupten philosophische Realisten? Für naturalistische Realisten gibt es nur Welt 1. Die anderen beiden Welten sind leer, gibt es nicht. Der philosophische Realismus bezüglich Welt 3 wird gelegentlich als Platonismus bezeichnet. Der philosophische, übrigens mit ein paar prominenten Anhängern, ne? Also unter anderem auch Physikern und Logikern, Mathematikern. Besonders häufig ist der Platonismus bei Mathematikern, aber wie auch immer. Der philosophische Realismus bezüglich Welt 2 wird gerne als Mentalismus oder Antireduktionismus im Sinne der Nichtreduzierbarkeit mentaler Eigenschaften auf physische oder materielle bezeichnet. Nicht-naturalistische, ethische Realisten, so wie ich zum Beispiel, argumentieren für die Existenz objektiver, zugleich normativer, irreduzibler
Gründe. Man muss sie deswegen nicht als Platonisten bezeichnen. Manche weisen diese Subsumption expliziter zurück. Also taktisch geschickt ist es auf jeden Fall zu sagen, ich bin allerdings kein Platoniker. Also bin kein Platoniker. Ethics without ontology. Das heißt normative Ethik, die sich realistisch versteht, also moralische Sachverhalte klären will und zudem meint, dass diese moralischen Sachverhalte keine mentalen oder gar physische Sachverhalte sind, muss sich nicht auf eine ontologische Hypostasierung einlassen. Das wird ja kritisch oft den Platonikern entgegengehalten und im Falle von Platon selbst sicher zu Recht. In der Tat steckt da so eine Art Verdinglichung, die Eidae und so, aber das lassen wir jetzt mal aus. Ein Realist bezüglich physischer Tatsachen oder Sachverhalte behauptet, dass es in der Welt der physischen Gegenstände und Ereignisse objektive Tatsachen gibt. Objektiv sind diese Tatsachen insofern, als sie nicht identifiziert werden können mit subjektiven Zuständen einer Person, auch nicht mit subjektiven Zuständen von mehreren Personen, kollektiven subjektiven Zuständen, auch nicht von dem Sonderfall der epistemischen Zustände, also welche Gründe ich habe, welche Überzeugungs ich habe und mit welchen Gründen ich diese Überzeugung habe, das konstituiert nicht Wahrheit. Soziale Tatsachen, wie der Welt eines Geldscheins oder die Normen der Straßenverkehrsordnung, sind für den Realisten in gleicher Weise objektiv. Sie sind nicht lediglich subjektive Wahrnehmungen oder Meinungen des erkennenden Subjektes. Allerdings sind die ziemlich kompliziert. Ja. Die Konstitutionsbedingungen gewissermaßen dieser sozialen Tatsachen sind kompliziert. Da geht es um Replikationen, um Erwartungen wechselseitig und so weiter. Das sind dann Elemente aus Welt 2, die dafür ausschlaggebend sind. Realisten bezüglich logischer und mathematischer, genereller, inferentieller Tatsachen können analog bestimmt werden. Eine mathematische Tatsache ist nicht dadurch konstituiert, dass sie einem Einzelnen oder mehreren unter realen oder auch hypothetischen Bedingungen einleuchtet. Mathematische Tatsachen sind also ebenfalls weder subjektiv noch epistemisch konstituiert. Naja, die Frage, die wir hier traktiert haben, ist, in welche Kategorie gehören normative Tatsachen? Naturalisten bieten Kategorie 1 an. Letztlich Welt des Physischen. Normative Tatsachen sind empirische, natürliche. Da es mit der Reduktion von Sozialwissenschaft auf Physik bislang hapert, kann man das wie Beuth dann sozusagen umgehen und sagen, also es geht letztlich um die Reduktion auf Sozialwissenschaft. Es wird in der Philosophie die Kategorie 2 angeboten. Das hatten wir hier als Subjektivismus bezeichnet. Normative Tatsachen sind letztlich subjektive Einstellungen, Pro-Attitudes oder sowas. Aber das gilt auch für komplexere Varianten, wie wir sie zum Beispiel bei Gibbert und so kennengelernt haben. Für was wir hier also argumentieren, ist, dass normative Tatsachen in die Kategorie 3 gehören. Also in die Kategorie, zu der auch logische und mathematische Tatsachen oder inferentielle gehören. Der Wunsch, der mich motiviert, gehört zur Welt 2. Die Tatsache, dass dieser Wunsch einen guten Grund darstellt, zu Welt 3. Gibt es Verbündete für eine so verrückte Auffassung? Naja, Sie haben sie schon genannt. Ich glaube, das ist dann schon fast erschöpfend. Naja, es gibt vielleicht noch ein paar mehr. Aber Charles Lama, Thomas Scanlon unterdessen, der war mal ganz anderer Auffassung. Damals habe ich ihn dafür kritisiert, aber das hat sicher keine Rolle gespielt für seine Überzeugungsänderung. Thomas Nagel, scharf kritisiert worden für sein letztes Buch, das in der Tat so ein bisschen panpsychistische Tendenzen aufweist, aber trotzdem sehr interessant zu lesen ist. Also was immer für andere Varianten des philosophischen Realismus gelten mag, mir scheint es eindeutig zu sein, dass der nicht-naturalistische ethische Realismus die Nicht-Reduzierbarkeit dieser drei Welten präsupponiert. Reduktionismus von Welt 2 auf Welt 3 auf Welt 1 lässt nur einen ethischen Naturalismus zu. Reduktionismus von Welt 3 auf Welt 2 nur einen ethischen Subjektivismus. Reduktionismus von Welt 1 auf Welt 2, naja, auch das gibt es möglicherweise, Panpsychismus. Ja. Oder gar die dem Naturalismus entgegengesetzte Reduktion von Welt 1 und Welt 2 auf Welt 3, das, was vielleicht den absoluten Idealismus ausmacht, das sind Positionen, die mir nicht plausibel zu sein scheinen. Der nicht-naturalistische ethische Realismus
ist jedenfalls mit einem naturalistischen Reduktionismus ebenso wenig verträglich wie mit einem subjektivistischen. Jetzt könnte man, letzter Satz, die Frage stellen, fällt jetzt Niederrümelin nicht doch wieder zurück? Ist das noch unaufgeregt oder nicht doch ontologisch und so weiter? Nein. Der kohärentistische und immanentistische, jetzt sind wir beim Untertitel, der kohärentistische und immanentistische, nicht-naturalistische, ethische Realismus entspricht unserer Praxis normativer Diskurse. Das spricht für ihn. Keine ontologische Theorie. Er nimmt diese Form der lebensweltlichen Begründung normativer Stellungnahmen ernst, die wir alle teilen. Andere Metaethiken, konkurrierende Metaethiken, tun das nicht. Sie dispensieren diese Praxis als unaufgeklärt oder vortheoretisch, ohne dass sie in meinen Augen eine überzeugende Alternative bieten können. Diese hier erörterten ontologischen Aspekte kommen ex post. Ja? Man kann sich überlegen, was das dann ontologisch noch bedeutet. Aber die Ontologie fundiert nicht diese Perspektive. Also sie kommt, tritt hinzu. Strawson hat das mal sehr schön als deskriptive Metaphysik bezeichnet, so ähnlich. Es geht darum, ex post bestimmte Elemente herauszuarbeiten, aber nicht damit diese Position zu rechtfertigen oder zu fundieren. Dankeschön.